Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freizeitstrategen da draußen, hier zurück zu Total Warhammer 3. Der rote Baum haben wir beim letzten Mal noch als Event bekommen, und zwar ein schillernder Riss erscheint und dahinter liegt ein Boden mit schwarz-weißem Zickzackmuster, der von blutroten Vorhängen umgeben ist. Der Raum ist leer, bis auf vier schneeweiße Säulen, von denen jede eine unheimliche Ikone trägt. Die dunklen Götter wollen mal wieder wissen, wer mein Sugar Daddy ist. Okay, ich entscheide mich jetzt in dem Fall heute ausnahmsweise mal mit Beziehung. Ich bleibe wieder bei Korn. Ich bin gerade sehr kornig unterwegs. Und da ist sie jetzt hier. Wisst ihr, das Miese ist halt, sie reckt halt hier fröhlich gerade eben. Ach, klar. Ey, der Makel des Nörgels ist immer noch der schlimmste von allen. Fuck my life. Sie schafft's noch nicht ganz. Das Schlimme ist, ich muss sie jetzt aber eigentlich an dieser Stelle hier abfangen. Aber ihre Truppe ist auch echt schlecht. Ja, das war ja mal ein Spaß. Aber ihr seht, wie knapp das ist, ne, sie jetzt hier aufzuhalten. Das ist halt ätzend. Es ist einfach keine Zeit, nur weil sie es halt einfach da quasi schon so, da Silbertablett, wir hatten es beim letzten Mal davon, ne? Da ist der Schlüssel für das Anwesen, meine liebste Zarina. Das Krasse ist, ich habe hier, glaube ich, echt durch den Verschleiß mehr Leute verloren als durch die eigentliche Schlacht vorher. Ja, wie so oft lassen wir es früh eskalieren, ne? Kann eigentlich direkt sogar schon ganz nah rangehen. Ich glaube, ich mache das sogar so, dass ich die Ritter über eine Seite pushen lasse. Gut, ich meine, leicht wird's für die nicht. Aber das ist ja auch egal. So, jetzt gucken wir uns mal die Sachlage erstmal an. Ich will sie dieses Mal nicht warten lassen. Wir werden angreifen. Und zwar sehr früh und zwar sehr aggressiv. Wir haben halt leider jede Menge Speerkämpfer. Was für mich bedeutet, dass ich da reinrolle. Du rollst da rein. Also ihr tauscht ja quasi eure Positionen. Und ihr macht zwei Schritte nach vorne. Ihr Fluttermanner fliegt da hinten hin. Und jetzt gucken wir mal. Jetzt wollen wir mal die Zarina hier gleich schon mal alle machen, ne? Noch mal ein paar Schritte vor. Und die Eiswachen jetzt hier zu binden. Den Rittern hier einen Nahkampfvorteil zu verschaffen. So, die Geschosse arbeiten. Durch unsere Geschosse setzen wir uns langsam durch. Leider verlieren wir die ganzen Chaos-Furien.
ja die ganze Zeit wegrennt, ne? Ja, dann kämpfe ich halt nicht gegen dich. Was ist eigentlich die weibliche Form von Feigling? Feigline? Die Schlumpfine? Ich weiß es nicht. Dann ist sie das definitiv. Nochmal zwei Schritte näher ran. So, komm jetzt. Geht da mal rein. Ich will, dass die da hinten nichts mehr zu lachen haben. Geht's mit den Chaos-Rittern denen in den Rücken. Ihr geht hier noch näher ran. Und ihr geht denen in den Rücken. Genug ist genug. Wie sie jetzt hier fliehen. Ja, der Drops ist gelutscht hier. Will sie jetzt vielleicht mal gegen mich kämpfen? Ich wäre ein Fan von der Idee. Es gibt nicht mehr so viele, hinter denen sie sich verstecken kann. Oh, da geht aber echt ihre Laune gerade den Bach runter. Ich treffe sie ja leider nicht. Jetzt habe ich sogar noch die höchste Stufe freigeschaltet, hart. Das Bombardement. Haben wir auch noch gekriegt jetzt hier. Ja, ich kann es beenden. Knapper Sieg, passt. Nicht, dass ich noch irgendwie durch Friendly Fire Units verliere. Ne? Mir reicht es, dass diese zwei Ausfurien down sind. Und jetzt können wir in die Lagerhaltung gehen und chillen. Wir haben sie geschlagen. Wir bekommen jetzt hier Entsetzen verursachen. Als ob wir wahrscheinlich nicht schon ohnehin Entsetzen verursachen würden. Jetzt verursachen wir halt Entsetzen gegen Kislev. Wenn es wenigstens die gesamte Armee wäre, dann wäre das ein Bonus, der wenigstens gut wäre. So, nochmal Slaanesh. Da haben wir ein bisschen was aufzuholen. Ja, also du machst jetzt hier nicht mehr so viel, meine Liebe. Vor allem, wenn ich dir jetzt hier noch den Weg versperre, wie ich es jetzt hier tue. Ich rekrutiere dann nochmal zwei Chaosfurien heran. Und gönne mir nochmal diesen einen Level ab. Der mir nochmal ein bisschen Verlustverstärkungsrate hier bringt. Das habe ich auch echt nötig nach dieser Schlacht. Also so krass ist meine Verlustverstärkungsrate, ehrlich gesagt, gar nicht in dieser Truppe. So, also. Ja, war klar, dass wir Entsetzen verursachen. Warte mal, das ist ein Dämon. Ja, wir verursachen Entsetzen, klar, weil wir ein Dämon sind. Ein großer Dämon. Hat uns jetzt immerhin ein bisschen Zeit eingebracht. Sehen wir es von der positiven Seite. So, ihr reckt jetzt hier auch nochmal ein bisschen vor euch hin. Hier hinten habe ich halt ein bisschen Sorge.
dass das hier sich vielleicht nicht so gut verteidigen lässt. Wobei auf der anderen Seite sind sehr, sehr viele Verteidiger drin. Trollfjord. Ich denke, die kriegen das hin. Nee, ich will hier nochmal ein bisschen Geld sparen. Ich gebe gerade eben gar keine Kohle aus. Punkt. Die ist überraschend schnell. Muss das leider wieder selber spielen, ihr wisst warum. Ey, die hat einfach wieder zwei Einheiten da rein rekrutiert. Wie? Sie war noch gar nicht dran. Ich glaube, das ist der perfekte Beweis dafür, dass die KI in dem Moment, wo sie dran ist, die Truppen bekommt und nicht erst einen Turn warten muss. Der beste Beweis dafür, weil sie war nicht in einer Lagerhaltung. Die kann nicht sofort Truppen reinrekrutieren, das funktioniert nicht. Also nicht, wenn du selber als Kislev spielst. So. Sie will mir jetzt also doof kommen. Wo ist sie denn? Ich stelle dieses Mal echt die da nach vorne. Wieder auf die Flanke. Stehst du da im Wald? Mädel? Nee, da ist sie, okay. Das wird heute die Beschussabteilung erledigen. Denn das sollten die können. Es sieht auch gerade eben alles danach aus. Wir haben noch eine Rechnung mit der einen oder anderen Einheit hier offen. Jetzt erleichtern wir sie erstmal um ihre ganzen Truppen. Wow, das war aber sein Stampfer, das waren nicht die. Weil die haben jetzt schon keinen Bock mehr, das ist offensichtlich. We do not fight well enough. Ja, das kann man so sehen. Hat sie ihr Miezekätzchen nochmal gerufen. Macht sie alle. Wieder nur dieser blöde Kampfzauber. Egal, aber es ist sie weg. Das ist das Entscheidende. 12 Mann verloren, das ist in Ordnung für mich. Sonst nichts weiter, wir rekrutieren also weiter. Das lief ganz gut. Also ganz im Ernst, die Kombination hier ist sehr gut, ne?
Man könnte das Ganze jetzt hier natürlich noch irgendwie anders kombinieren. Ich habe es absichtlich mal jetzt mit Nörgel gemacht, weil es so ein bisschen mehr Resistenz mitbringt. Aber man könnte natürlich auch mit Chaoskriegern sich da aufstellen. Also mit Korn-Chaoskriegern. Ihr wisst, was ich sagen will. Ne? Die einzigen, die Chaoskrieger haben. Die wären auch zäh und könnten gut austeilen. Aber da bleibe ich dann doch lieber bei Nurgles Fliegenwolke. Finde ich irgendwie stylischer. Vor allem, wenn man bei Dämonen bleiben will. Ja gut, die Chaosritter sind keine Dämonen. Nicht nur eng streng genommen. Es sind keine Dämonen. Krone der Herrschaft, Land des solchen Herrschers betreten. Hey, jetzt kommen die nördlichen Provinzen auch noch. Lass mich raten, die kriegen es auch auf dem Silbertablett. Nee, kriegen sie zum Glück nicht. Der ist hier. Der muss sich erst hier nochmal ein bisschen durchboxen. Hier sind ein paar Nörglinge bei. Hier ist ein großer Verpester bei. Ich weiß nicht, was ich doofer finde. Naja, ich reck erstmal, ne? Ich lasse mir jetzt hier nicht die Butter vom Brot nehmen. Wir werden hier einfach weiter regenerieren fürs Erste. Die Alternative wäre jetzt halt neue Reihen zu rekrutieren. Das wäre sogar gar nicht mal so teuer. Aber dann würde ich halt Qualität einbüßen. Und das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht. So, noch mehr Verteidigung hier rein. Dann können wir das Trollfjord demnächst weiter ausbauen. Was machen wir mit dir? Komm, du kriegst auch nochmal zwei weitere von denen. Dann bin ich ein glücklicher Mab. Machst du das Ding hier mal zu. Bevor es hier noch Ärger gibt. Ein Blick auf die Diplomatie verrät uns. Dass die faulige Klaue sehr begeistert von uns ist. Wow. Not so bad. Das gebrochene Rad. Mit dir mache ich auch ein militärisches Bündnis. Nur nicht mit deinem Konterpartner, dem Kairos. Das kann ich leider nicht tun. Nun nicht, weil mir die Power dafür fehlt. Um mal Ace Ventura falsch zu zitieren. You fight on the side of true power. Nope. Alle hassen die Saler. Wirklich. Ist das eine neue Serie? Alle hassen Saler. Demnächst auf RTL. So. Gleich haben wir nochmal ein bisschen mehr regeneriert. Jetzt können wir dann gleich wieder die Miao Ying zurechtstutzen. Eigentlich ist es das Beste, jetzt hier einfach auf sie zu lauern, denn sie muss da durch. Nur noch 500 Geld. This stays a little bit different. Ja, ich glaube, das Beste wäre es jetzt hier anzugreifen. Ich würde keine Einheit verlieren. Ja. Wir holen uns jetzt hier mal wieder ein bisschen Nörgel. Und da komme ich noch nicht hin, aber ich kann wieder das hier machen und jetzt hier reinmarschieren. Also wir haben jetzt hier den wichtigen Schritt gemacht, reinzukommen. Dann respawnt der vielleicht wieder, wenn wir Glück haben. Und sie muss sich wieder durchsetzen. Hausiges Gelände, genau. Weniger Verschleiß. Ich würde so hart feiern, wenn ich jetzt hier weniger Verschleiß bekäme. Weil Einheiten verbessern macht für mich eigentlich auch kaum mehr Sinn.
So, wie sieht's hier aus? Oh. Ruhm für Zinsch generieren, noch mehr. Herrscher des Wandels. Ah, ich kann immer mehr Ruhm für Zinsche durch halt generieren. Oh, 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 oh. Hoffen wir mal, dass das Trollfjord den Quatsch jetzt hier übersteht. Hm. Orakel hat sich wieder beruhigt. Tong! Macht. Sie wollen alle mit Kurt Blues Steel befreundet sein. Er ist ein sehr beliebter Kerl. Das hier können wir überspringen. Das hier werden wir auch überspringen. Wobei ich demnächst die Kohle tatsächlich dafür habe. Okay, dann gehen wir mal in Turn 91 und schauen mal. Was als nächstes. Warum springt das immer wieder hin? Weil dann die Verbannten des Korn sind. Genau, deswegen springt es immer wieder hin. Arg, Nerv, Ux. Und gleich sind wir wieder dran. Und dann bin ich sehr, sehr gespannt, wie nahe uns die Karteier wieder gekommen sind. Die wandelnden Toten wurden vernichtet. Hier gibt es ein Level-Up. Machen wir sofort. Metallbeherrschung. Ja. Ne, ich mache jetzt mal das senkende Verderben hier günstiger. Überspringen. Wir haben so viel Geld. Komm, ich baue den Scheiß jetzt einfach. Dann sind sie glücklich und hören auf, mich zu nerven. Stopp, 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 stopp. Halt! Das wollte ich nicht. Ich wollte nicht den Turn beenden. Ich dachte, danach kommt nochmal etwas. Ah, wenn man zu schnell klickt. Naja, haben wir jetzt ein Safe? Wir haben jetzt ein Autosave. Ist auch was wert. Sehe ich jetzt einfach mal von der positiven Seite. So, die. Ja, gibt noch die ganzen Informationen über die Grünhäute, stelle ich gerade eben fest. Streitlustig. So, also jetzt. Die wurden vorhin nicht abgefragt. Hat die noch Bewegung übrig? Wild. Frag's euch. Ja, die läuft jetzt hier rum. Also, wir holen uns jetzt hier diesen Bonus. Was bedeutet, dass wir jetzt hier 25% weniger Schleiß hier erleiden, was ein Riesenvorteil ist. Und können wir sie wieder hin zurückgehen. Also wir machen jetzt sehr viel weniger Verschleiß. Wir sind komplett voll durch diese Aktion jetzt geworden. Und jetzt muss sie erstmal mit uns umgehen. Wir schauen gerade eben nochmal auf unsere Punktetafel. Also es ist immer noch Slanisch, wo wir was machen müssen. Ne? Zinsch sind wir auch schon komplett voll. Da haben wir jetzt ja auch schon die letzten Boni. Nahkampfabwehr für Feuerdämonen. Munition für Feuerdämonen. Geschossstärke für Feuerdämonen. Falls ich sie jemals benutze. Aber es ist insgesamt schön, dass wir das jetzt haben. Und nochmal ein paar Boni für Dämonetten und so. Uns fehlen halt hier noch 800 und hier noch 300 und hier noch 200. Wie gesagt, das will ich komplett abgeschlossen haben. Dann können wir darüber nachdenken, auf was wir uns am Ende spezialisieren. Und jetzt gehen wir in Turn 92. Und jetzt bin ich gespannt auch, was Katai jetzt macht. Wirkt ja fast so, als ob die so ein bisschen unentschlossen wären, als ob die woanders hingehen würden. Ich habe noch nie gesehen, dass man nicht nach links oben geht. Aber wenn sie halt woanders hingeht, dann ignoriere ich sie halt. Dann gehe ich direkt zum Ziel.
Da bin ich jetzt auch schmerzbefreit, was es angeht. Wertvoller Wälzer, ein niedriger Unhold bittet um Gehör. Er behauptet, ein mächtiges Relikt der Davi gefunden zu haben. Der riesige Wälzer, warte mal, Runen aussprechen. Unterhalt für alle Einheiten reduzieren, ja, das bringt mir mehr. Na, guck mal, was ich da an Geld spare. Die sind tatsächlich irgendwo auf dem Weg. Also, wir boxen uns wieder hier durch. Easy peasy. Boom. Holen uns hier nochmal ein bisschen Slanisch-Ruhm. Gehen jetzt hier in die Ich-regeneriere-Stellung. Lieber Fluch. Ah, nett. Ich muss bloß aufpassen, dass sie mich jetzt hier nicht irgendwie stellt, aber das kann sie eh nicht. Wir haben wieder einen Level-Up und holen uns nochmal das grausige Gelände, schließen es damit ab. Nicht persönlich eigentlich allround-mäßig sehr nützlich. Das dürfte uns halt auch Boni bringen, wenn wir zum Beispiel bei Kislev mit dem Mutterland irgendwie so einen Debuff bekommen sollen. 7000 Gold haben wir noch. Wir werden hier belagert. Wie hässlich. Ich kann da gerade eben sehr wenig dagegen tun. Es ist auch sehr weit weg. Na komm, ich versuche da hoch zu marschieren. Auch wenn die 100 Jahre brauchen dafür. Werden sie einfach nicht schaffen. Sie werden es nicht schaffen. Das überspringe ich nochmal. Dann gehen wir noch in Turn 93. Und damit bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch bis zum nächsten Mal eine schöne Zeit. Freue mich, falls jemand einen Daumen da gelassen hat oder sogar ein Abo. Oder auch mal unten in die Videobeschreibung geschaut hat. Ne? Gibt zum Beispiel meinen Discord, wo ihr euch austauschen könnt mit anderen Total War und Strategiespielern. Und ja, anderen Spielen. Also ich mache ja nicht nur das. Oh, das machen wir noch schnell. Aber du bezahlst den richtigen Preis. Ja, und damit haut rein, macht's gut. Tschüss und ade.